Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen in einer weiteren Folge hier auf der Geiselsberg. Wie ihr auch schon aus dem Thumbnail entnommen habt, beziehungsweise hier jetzt auch seht, wir haben zwei Gäste. Ein Dieselross und ein springender Hirsch. Ja, die sind logischerweise nicht gekauft, nicht geleast. Die sind nur mal zum Test heute hier auf der Map. Die hat der Lance von den Ackerlüt auf seiner YouTube-Seite zur Verfügung gestellt. Aber nur die Sounds, die Schlepper sind teilweise aus dem Mod-Hub, teilweise kann man die so im Internet bekommen. Gibt es auf jeden Fall für mehrere, ich glaube es sind mittlerweile 4 Schlepper. Auch die genaue Anleitung, wie ihr das einbaut, dass ihr da zu den Sounds kommt. Und also sie hören sich richtig gut an, also kein Vergleich zu den Originalen. Ich würde auch sagen, wir fangen jetzt gleich an. Ich will noch ein paar Heuballen von der Wiese holen, dass die dann wieder auch gedüngt werden kann. Und die werden wir hier drüben in die Halle einlagern. Ich würde sagen, wir fahren aber hauptsächlich heute mal in der Außenansicht, da ich ja auch den Sound so ein bisschen zeigen möchte. Also sie hören sich wirklich brachial an. Ich hoffe, dass das soweit in Ordnung ist von der Lautstärke. Und dann fangen wir mal hier an und bergen mal die Heuballen. Das sind, glaube ich, nur noch 3 Stück. Ich habe jetzt schon ein wenig angefangen, dass sich das nicht so künstlich in die Länge zieht. Den können wir sogar noch mal einmal einen Ticken lauter machen. Machen wir auch gleich. So, gehen wir mal Fahrzeuge noch mal ein bisschen höher. Der Hirsch ist auf jeden Fall etwas lauter als der Vario. Gleich so zurecht, dass ich sie besser stapeln kann. Fahren wir ein bisschen schneller auf der Wiese heute. Ja, sind auch hier bei dem Modell, das ist glaube ich vom STV-Modding. Sind auch einige Sachen verbaut, aber hauptsächlich geht es eigentlich hier heute um den Ton, beziehungsweise den Sound des Motors. Es gibt da auch noch ein MF und es gibt auch noch einen Deutz, einen DX681 und ich meine, das andere wäre von der 7700er Baureihe von MF. Könnt ihr ja mal gucken, das findet ihr im YouTube Lance. Und der hat die auch wirklich dann zur Verfügung gestellt, also die funktionieren einwandfrei. Er hat sogar Videos drüber gemacht, wie ihr das dann wirklich einbaut. Also das ist eigentlich, na kinderleicht möchte ich jetzt, nicht sagen, aber zumindest sollte es eigentlich fast jeder hinbekommen. Muss ich doch nochmal in die Außenansicht, sonst sehe ich das noch. Also. Passt. Jetzt haben wir noch die nächsten zwei und dann geht's ab aufs Feld. Und dann müssen wir den Drescher abbunkern. Das machen wir dann mit dem Hirsch. Gehen wir wieder in die Außenansicht. Ein bisschen konzentrieren, das ist beim Ballenstapel immer so ein bisschen blöd.
Ja, passt. Werfen wir gleich um. Wäre auch nicht schlecht, eine Presse, die die Ballen gleich hochkant hinstellt. Wenn das nochmal jemand modden könnte, wäre ich sehr dankbar. Immer wieder raus. Also, wie gesagt, die Sounds lohnen sich wirklich. Also, sind richtig gut gemacht. Fahren wir hier rein. Müssen wir mal die Innenansicht nehmen, damit ich das auch sehe, ob ich irgendwo hängen bleibe oben. Das sollte aber passen. Dann auch schon mal angefangen, die Silageballen heimzuholen. Aber die habe ich in den meisten Fällen alle schon verfüttert. Muss dann nochmal gucken. Ich warte noch. Das hat mir der Alien Paul gespoilert, dass diese Map kurz bevorsteht, dass die das Update und die komplette Unterstützung des Foraged Extension bekommen soll. Da warte ich auch noch drauf. Das wäre natürlich auch noch Wahnsinn. Dann kann man nämlich hier komplett auch in Seasons einsteigen. Soll eigentlich die Tage kommen, heißt es. Aber das ist ja dann immer im Mod-Hubs immer so eine Sache. Wie schnell die Tage gezählt sind, dass die Mods da durchgehen. Die sind ganz schön am Testen anscheinend und eine richtig lange Vorlaufzeit. Ich glaube, das ist fast eine Woche, wenn die im Test sind. Na, warten wir mal ab. Muss ich mal gucken. Ich habe heute auch noch nicht reingeguckt, die täglichen Updates, welche Maps und Mods denn da momentan getestet werden und dann morgen rauskommen. Weil morgen ist ja der letzte Tag, morgen ist Freitag. Dann ist erstmal fürs Wochenende zu, dann machen die normal nichts. Also es sind die seltensten Fälle, dass da mal ein Mod Samstag gekommen ist. Gab es aber auch in letzter Zeit schon mal. Da hatte ich mich auch gewundert. Die Außenansicht. Oh. Da ist alles überarbeitet, ne? Motor anlassen, der Idle, hochschalten, der Turbo. Innenansicht. Muss auch zugeben, es macht wieder mal ab und zu wirklich Spaß, auch ein Mario-Getriebe zu fahren. Gerade mit dem Frontlader und als mit den Frontladerarbeiten. Das ist natürlich ein Träumchen. Aufeinander. Ja, das passt doch. Nee, das hat getäuscht. Ich will nicht so euch. Letzte Ball muckt. Sehr schön. Dann parken wir den draußen mal. Muss gleich gewaschen werden, aber das mache ich dann nachher. Zu viel. Okay, ab geht's zum Hirsch. Ist auch genau erklärt, wo ihr die Mods runterladet. Ja, der klingt natürlich nochmal eine ganze Ecke. Lauter. Ich habe auch ungefähr versucht, die Getriebe-Daten so einzubauen, aber das ist nicht ganz so einfach. Aber es kommt so relativ nah. Mit den Rückwärtsgängen kriege ich nicht hin, weil die haben eigentlich nur 7 Rückwärtsgänge. Muss ich mir nochmal nahe lesen, wie das denn funktioniert. Dass man die Anzahl der Gänge, die man eigentlich zur Verfügung hat, dann irgendwie bei den Rückwärtsgängen beschneidet. Ein Wahnsinn. Ja, und auch wenn man schaltet, Wahnsinn. Exhaust es auch. Kommt dann etwas hellerer Rauch raus. Gehen wir nochmal ganz kurz nach innen.
Ja, vom Anbaubock her ist das natürlich wahnsinnig gut zu sehen, muss ich sagen. Ah, ein kleines Stück, komm. Kontrollieren wir gleich hinten nochmal, ob das auch. Jawohl, hat es nicht verloren. Das Update scheint etwas besser zu funktionieren. Durch der große Gang, das packt er nicht. Gehen jetzt nochmal kurz nach außen. Boah. Ein Genuss. Sind auch Sounds, wie gesagt, dabei für den Deutz DX6 81. Und da hat er sogar original die Sounds bekommen vom Sibbers Husum über den Umweg seines Neffen. Aber die hat er eingearbeitet. Also es hört sich wirklich an, wenn ihr den dann startet, wie wenn Sibbers Husum sich in sein 681 reinsetzt und den startet. Erstmal das Rohr ausfahren. Ah. Kühler dreht sich auch mit. Der läuft auch ein kleines Stückchen nach. Gucken wir hier mal. Ein Stückchen zurückfahren. Handbremse rein. Also wie gesagt, die sind nur zum Test da. Die sind weder geliehen, noch tauchen die in den Büchern auf. Die werden wahrscheinlich vorerst erstmal wieder zum Händler gehen. Handbremse raus. Mal gucken, wie viel geht er noch rein. Ich sehe gerade. Ach, das war schon alles. Dann würde ich sagen, warten wir mal hier mit dem Johnny. Handbremse ist drin, das ist immer das Wichtigste. Der läuft nämlich sonst hier den Berg runter. Und dann sehen wir nochmal dazu, dass wir den Kontakt des Mähdreschers einmal voll bekommen. Das Rohr geht erstmal rein. Jetzt erstmal hinten gucken. Jawohl, Strohhäcksler ist aus. Anbremse. Bisschen ausholen. Ach, wir können auch hier. Wir fahren hoch und runter. Ist einfacher. Da müssen wir auch noch spritzen. Auf geht's. Mal ganz kurz gucken. Jawohl. Strohablage ist so weit drinne. Das heißt, wir können hier erstmal schön die Gerste dreschen. Ja, hier musste ich einen kleinen Bogen reinfahren. Ich hatte das letzte Mal die Drehschemel hier stehen.
weiter runter. Dass ich sehe, ob der Hallenpeiler rechts von den Strohhalmen steht. Ja, sieht aber soweit ganz gut aus. Ertragmäßig sieht es auch sehr gut aus. Muss mal gucken, wie es dann hier wird. Stroh brauchen wir, denke ich, auch. Mindestens hier von dem einen Feld. Die anderen zwei sind ja auch noch reif. Da müssen wir mal gucken. Da können wir vielleicht dann ein Feld komplett häckseln, weil sonst das wird mir etwas zu viel Stroh. Aufs Rohr gekommen. Ja, das sind himmellange Bahnen hier hoch. Weil die Außenansicht mal ein bisschen rüber sehen, zum Halmteiler hin. Aber so weit ist er ganz gut zu sehen hier. Dass wir nicht zu schnell wären. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, das war im 17er. Im 17er gab es unten nochmal eine Kamera bei den Mähdreschern, wo du dann seitlich am Schneidwerk vorbeigucken konntest. Das war auch eine nicht schlechte Kameraführung, beziehungsweise gab es auch, glaube ich, den Mod, dass man da eine Kamera hatte und konnte in der Innenansicht fahren. Und konnte dann sehen, wo wirklich der Halmteiler dann hier steht. Nicht, dass dann immer, was weiß ich, 3, 4 Halme da stehen bleiben. So wie da jetzt. Scheiße. Aber es ist manchmal so, dass das Auge wirklich hier getäuscht wird. Es ist halt keine 3D-Ansicht. Es ist wirklich nur ein sozusagen flaches Bild. Da fehlt wirklich die räumliche Tiefe, um das teilweise wirklich zu sehen, wo denn da das Schneidwerk dann auch wirklich abmäht. Ich sage, wir laden aber mal über. Ich glaube, das packen wir nämlich nicht mehr. Dann können wir nämlich auch nochmal mit dem Johnny abfahren. Darum ging es ja auch. Ja, und hier sieht es wieder so aus, als wäre das Schneidwerk ist hoch, das ist unten. Ja, das ist so eine blöde Krankheit, obwohl ich so gerne mit dem Geringhoff spiele, weil es wirklich ein cooles Mähwerk ist. Ja, etwas besser. Bei uns rein. Ne, da geht noch eine ganze Ecke mehr rein. Also fahren wir noch einmal hoch und einmal runter, dann sollte der Drehschemel aber voll sein. Wo kann man einfahren? Das passt sich. Drehzahl habe ich hoch. Soweit ganz gut aus, wenn man rausguckt. Ja, und was auch noch ansteht, ist dann, wenn das komplette Getreide unten ist, wie gesagt, müssen wir dann gucken. Wird noch wahrscheinlich dann mit Düngen und Spritzen so ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann muss ich gucken, was ich mit dem Mais mache. Ich würde ihn ja gerne mal häckseln. Da muss ich mir dann wirklich nochmal überlegen, wie ich das denn mache. Wahrscheinlich mit so kurzen Wege, dass ich hier das Vorgewende selbst
runter mache und dann lasse ich den Helfer fahren. Aber ich denke mal, dass das wird soweit ganz gut hinhauen. Da werde ich aber mal gucken, dass man einen Eishexer nehmen, der vorne keine so große Collibox hat. Sonst bleibt der nämlich alles stehen. Wenn du dann nämlich in die Collibox reinfährst, hält der Helfer dann an, weil er denkt, es ist einer in seinem Bereich. Und der ist eigentlich nur in diese zu große Collibox gefahren von dem Schneidwerk des Maishäckslers. Also wird es auf jeden Fall keine alte Technik da geben. Ich denke mal, da nennen wir irgendeinen einigermaßen Standard-Mod. Mal gucken, was da so in Frage kommt. Aber für die Kühe braucht man auf jeden Fall auch Maissilage, damit man da die kompletten Punktzahlen holen für die Erzeugung von Milch. Sonst sieht es da etwas schlecht aus. So, wir fahren jetzt noch einmal runter. Jetzt den Mähdrescher einbremsen, sonst wird der mir hier runter zu schnell. In KMH sind wir eigentlich fast zu schnell. Ja, wie gesagt, besucht die Seite von Lenz und lasst da ordentlich Daumen da und bedankt euch, weil ist selten, dass man mal wirklich was bekommt, was eigentlich so gut ist. Außer es ist schon komplett in die Schlepper bzw. in die Mods eingebaut. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben und er will aber auch nur die Schlepper veredeln mit Sounds, die er auch gerne selber spielt. Also es wird da nur eine sehr geringe Anzahl von Modellen geben, aber dafür sind sie wirklich auch gut gemacht. Ich habe es jetzt beispielsweise so gemacht, dass ich mir die ganzen Sachen angepasst habe, dass ich überall die Endung von meinem Vornamen, Nachnamen halt reingemacht habe, dass ich erkenne, dass das Gemoddete sind und habe auch in den Icon der Mods, also was im Shop ist und was auch so dargestellt wird für die Auswahl der Mods beim Starten des Spiels, dass ich sehe, dass das im Prinzip ja ein Privatmod ist, dass ich den nicht irgendwann mal überschreibe oder lösche. Weil das wäre dann immer, also schlimm wäre es jetzt nicht, man könnte das wieder reproduzieren, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es dann etwas schlechter, das immer wieder hinzubekommen. Wenn man nämlich nicht die Dateien oder sowas hat. Die Schlepper ist dann wahrscheinlich das wenigere Problem, aber es könnte ja irgendwann mal sein, dass man die Dateien nicht mehr bekommt, weil der Download-Link, sage ich mal, irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Also legt die euch zu Hause hin und macht auch davon Backups. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und dann kann ich dann hier nochmal wahrscheinlich offline etwas weiter dreschen, dass hier vorwärts geht. Und wir fahren jetzt nochmal schnell die Früchte heim. Komm. Das fahren wir ein. Einmal umsteigen. Und dann gehen wir mal zum gelben Hirsch. Ein Genuss. Ist auch innen noch sehr recht präsent. Aber klar, die komplette Leistung und auch den kompletten Sound, den gibt es nur außen.
Parken wir, da kommen wir rein. Normalerweise müsste jetzt richtig laut werden. Das ist wie im Tunnel hier. Ja. Sehr schön. Einmal weiter rücken. Gleich haben wir komplett abgeladen. Dann fahren wir noch einmal die Runde bis vorne hin. So, farblich hier ein schönes Gespann mit den Reischkippern. Eine Ehrenrunde fahre ich noch. Da würde ich sogar sagen, da sparen wir drauf. So, dann bleibt ja mal der Zug hier stehen. Handbremse rein. Tja. Bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr wieder mein Video geschaut habt. Bitte schaut bei dem Lance von den Ackerlüden vorbei. Schaut euch mal diese Videos an. Er erklärt, wie gesagt, auch die Sounds und auch, wie sie bei ihm klingen. Er hat das noch teilweise etwas oder extrem lauter gestellt. Und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall für vier Typen eine Einbauanweisung tut. Ne? Also da könnt ihr auf jeden Fall gucken. Macht auf jeden Fall viel Sinn und hört sich saugut an. Würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier auf der Geiselsbach. Servus und macht's gut!